Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2017 mit den ersten FC Union Berlin und unserem Trainer Igor Loric, dessen Geschichte und Erlebnisse wir ja hier miterleben werden. In der letzten Folge haben wir uns mal den Mitarbeiterstab ein wenig angeschaut. Vor allem das Scouting ist hier noch sehr, sehr unterirdisch. 14. und 16. war es, glaube ich, ja. Da müssen wir uns auf jeden Fall verbessern. Wir haben einige Leute angefragt. Sollte kein Problem sein. Wir schauen uns mal auch den Trainerstab an. Da werden wir aber eher weniger was ändern. Ich denke, ist ganz klar. Erstmal wollen wir uns mit ihnen ein bisschen befassen und schauen, was die so drauf haben. Haben wir zum Beispiel den Co-Trainer, der ist ganz gut. 16, 16 und 14, das ist mehr als in Ordnung. Torwarttrainer. Ja, gut, Torhüterfähigkeit hat er 15, die anderen taktischen Techniken, ja, das kann besser sein, aber behalten wir erstmal. André Hofschneider, ebenfalls ein fähiger Mensch, ein fähiger Assistenztrainer. Riedel, ja, der ist nur Fitnesstrainer und da ist er jetzt nicht besonders gut. Und unser Jugendabteilungsleiter German Andreev. Ja, auch in Ordnung. Und dann ein weiterer Assistenztrainer Sebastian Bönig. Okay. Also früher oder später werden wir dann noch zusätzliche Leute dazu bekommen und eben auch ein bisschen umbauen. Aber am Anfang jetzt erstmal denke ich nicht. Haben ja auch besser als der Durchschnitt auf jeden Fall. Wir haben sogar in der defensive Technik und Taktik den besten Trainerstab. So, und dann haben wir hier noch die medizinische Abteilung. Da brauchen wir einen Sportwissenschaftler. Das werden wir mal machen. Das heißt, einmal einen Chefsportwissenschaftler und einen Sportwissenschaftler. Ist, denke ich, ganz klar, weil eben die kann man auch hier so suchen. Ist genauso wie das gleiche wie mit den Datenanalysten. Die haben keine speziellen Werte, auf die wir achten müssten. Wir schauen jetzt noch nach einem Physiotherapeuten, denn da sind wir auch jetzt noch nicht so gut. 12. Könnte besser sein. So, medizinisch Physiotherapeut, ja, die brauchen jetzt nicht unbedingt Scout-Fähigkeiten, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Eigenschaft, die wir suchen. So, ist das mental? Ja, Physiotherapie. Okay, mindestens 15. Wen haben wir da? Das wird hier vorgeschlagen, Gabriel Dabak. Das sind sogar Erstligisten an ihm dran. Jo, der hat 17. Ist halt die Frage, ob wir da uns durchsetzen können. Wir schauen mal lieber weiter. Dani Schleuning hat 16. Schauen mal weiter. Hier haben wir Stefan Reiner. Ist am besten, wenn wir irgendwie ablösefrei bekommen würden. Er hat 17. Das ist schon gar nicht schlecht. Dann haben wir hier Mario Petrovic. Hat 16. Wäre ebenfalls ein Kroate. Ist gar nicht verkehrt. Wäre hier hätten wir noch einen Serben, Cetocevic. Der hat 17 und Anpassungsfähigkeit 17. Ich glaube, den nehmen wir, wenn er nicht zu teuer ist. Oh mein Gott. Nein, den können wir nicht holen. Das ist viel zu viel. Okay, ansonsten hätten wir noch Stankukovic. Hat 16. Nee, dann wo haben wir ihn? War das... André Jutschen, der hat 15, da hatten wir aber noch einen besseren. Petrovic, der hat 16 und Reiner hat 17. Dann nehmen wir diesen Stefan Reiner. Boah, ist das... Die verdienen ganz schön ordentlich. Versuchen wir mal mit 60.000. Höher als 90.000 gehe ich nicht. Ja, ist genau 90.000, okay. In Ordnung, hätten wir auch den Physiotherapeuten. Das heißt, den Mitarbeiterstab haben wir erstmal so gemacht, wie wir ihn wollen. Und warten dann natürlich auf die Bewerbungen der Datenanalysten und Sportwissenschaftlern. So, das heißt, wir haben die Taktik jetzt erstmal abgeschlossen. Wir haben Mitarbeiter und Training erstmal soweit fertig. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal den Spielplan anschauen. Wir haben hier noch zwei Nachrichten. Das ist in Ordnung. Und zwar sieht der Spielplan wie folgt aus. Wir haben 4 Freundschaftsspiele.
gegen Klagenfurt, Anif Eindhoven und Deportivo de la Coruña. Das würde ich sagen, das ist der stärkste Gegner. Keine Ahnung, warum hier kein Wappen drin ist. Okay, muss ich nochmal schauen. Vielleicht sind die Daten der spanischen Mannschaften in einen falschen Ordner reingeraten oder sowas. Kann schon mal passieren. So, wir können jetzt erstmal hier auf den Kalender schauen. Da sehen wir, im Mai ist noch nichts. Wir machen das mal anders. Eine Liste, nee, wo war das? Spielplan. Und zwar Freundschaftsspiele arrangieren, dann sehen wir das hier. Das ist dann wesentlich besser. So, das heißt, wir haben das erste Spiel gegen SAK Klagenfurt. Dann direkt zwei Tage, also drei Tage danach gegen USK Anif. FC Eindhoven. Deportivo de la Coruña. Und dann gegen St. Pauli, schon die zweite Bundesliga. Die startet also am 6. August. Müssen wir uns merken. Vier Spiele. Ist das genug? Ich glaube nicht. Wir werden dann noch ein oder zwei Freundschaftsspiele dazu nehmen. Ich würde gerne hier noch eins machen. Das ist der 2. Juli, damit wir unseren Kader mal testen können. Ich denke mal, wir werden das daheim machen. Hier haben wir schon Trainingslager. Das heißt also einen Tag, bevor wir ins Trainingslager fahren. Ja, 90 Minuten reichen komplett. Wir machen unser Trainingslager in Österreich. Ja gut, bei Klagenfurt. Und Anif, ich gehe mal davon aus, dass das österreichische Vereine sind. So, wir können Mannschaften auswählen mit höherer Reputation. Was haben wir da? Ja. Hier gegen Hertha, das wäre eigentlich interessant. Und aus dem Ausland, ja, eher weniger interessante. Ich denke, hier gegen Hertha wäre das gar nicht mal so verkehrt. Wir würden dann sogar noch Einnahmen generieren. Ich denke, das machen wir. Ist ein Erstligist und der Verein ist auch nicht schlecht oder irgendwie so. Das ist, denke ich, ganz gut. Ein guter Test. Dann nach Klagenfurt kommt hier Anif. Ja, sollen wir hier nochmal dazwischen irgendwas machen? Ich denke schon, da können wir auf jeden Fall noch ein Spiel machen. Vor dem Eindhoven-Spiel. Mit ähnlicher, mit geringerer. Sehr geringerer. Mit höherer. Monaco. Lille, Prag, ähnliche Reputation. Wir können ja mal schauen. Was könnten wir denn da nehmen? Geringer Reputation. Ich würde schon gerne eine Mannschaft nehmen, die ungefähr gleich stark ist. Verein aus der Region. Das ist ja dann eher, oder wenn, dann ein bisschen stärker, aber nicht zu sehr. So. Vielleicht Maribor. Na, wie sieht's aus? Ja, ich denke, die haben auch kein Wappen. Okay. Ich denke, wir machen dann hier gegen Maribor noch einen Test. So, und dann schauen wir nochmal. Das heißt, wir hätten hier ein Freundschaftsspiel, dort ein Freundschaftsspiel, da, da und da. Das wären dann 5 Stück. Und dann kommt noch ein Freundschaftsspiel hier gegen Deportivo La Coruña. Wir könnten hier noch irgendwo dazwischen eins machen. Dann hätten wir wenigstens ein paar Freundschaftsspiele. Das ist dann schon mal ganz gut, um zu testen, ob das alles so funktioniert. Da können wir ein bisschen was ausprobieren. Haben ja verschiedene Stärken. Wir machen mal hier eins. Ebenfalls daheim. Da können wir ja mal was Großes nehmen. Hier zum Beispiel Schalke. Ja, wir würden dann knapp 80.000 Profit machen. Und Dortmund 75.000. Und Bremen, wie sieht's dort aus? Ja, knapp 55.000 oder so. Ähnliche Rotation, Darmstadt. Boca Juniors, okay. Ist natürlich die Überlegung, gegen wen wir da spielen. Wir können natürlich dann auch jemanden hier aus unserer Region mal nehmen. Aber ist dann halt immer die Frage, wie sehr das repräsentativ ist.
Aber auch, um vielleicht mal ein bisschen in Torlaune zu kommen. Ich denke mal, wir können ja zum Beispiel die BSC Kickers nehmen. Ja, warum nicht? Da haben wir hier eine schön ausgewogene Freundschaftsspielplan. Also Hertha ist stärker als wir. Das ist ein Erstligist, Klagenfurt. Weiß ich gerade selbst nicht, wo die sind. Wir schauen mal kurz. Also Klagenfurt ist in der Kärntner Liga. Okay, das ist die Landesliga. Okay, das ist also eher ein schwacher Gegner. So, USK Anne, Regionalliga West. Maribor müsste in der ersten Liga sein, ja, Slowenien. Die sind ja auch sehr häufig hier in der Europa League dabei. Deswegen habe ich die auch ausgewählt. Also die sind schon nicht schlecht. Also das ist, denke ich, schon wieder ein Spiel, was fordern wird. Eindhoven. Die sind in der zweiten Liga von der Niederlande. Gut, habe ich mir irgendwie gedacht. Viel hat man von ihnen noch nicht gehört, soweit ich weiß. Sind ja auch noch nicht aufgestiegen in den letzten Jahren. Dann haben wir die BSC Kickers, die sind weit, weit unten. Ja. Kreisliga. Ja, warum nicht? Sollte auch mal dabei sein. Und dann Deportivo de la Coruña. Dürfen in der ersten Liga sein, ja. Eigentlich eine relativ starke Mannschaft. Man sieht ja auch hier, die sind ja lange mit vorne dabei gewesen, aber dann kam halt der Moment, wo sie eben nicht mehr so gut dabei sind. Und das heißt, unser erstes Spiel werden wir gegen Hertha machen. Und das ist, denke ich, ganz gut. Wir schauen mal die U19. Wir haben zwei Freundschaftsspiele. Ja, wir können da ja auch schon mal was einstellen, damit die da ein bisschen was zu spielen haben. Die Spiele werden wir ja nicht schauen. Können ja mal hier gegen Tennis Borussia Berlin spielen lassen. So mehrere Freundschaftsspiele, machen wir das so, dann müssen wir das nicht wieder immer einzeln auswählen. Machen wir hier noch eins. Machen wir mal. Was haben wir denn, was wir aus dem Ausland nehmen können? Zu viel Geld wollen wir dann. Ja, warum nicht? 16.000 gegen die U19 von Barcelona. Nehmen wir natürlich nichts ein, aber ich denke, das ist dann für unsere jungen Spieler doch eigentlich ein ganz toller Moment, wenn sie mal gegen Barcelona spielen dürfen. Auch wenn es die U19 nur ist. Und bei denen fängt es dann hier an. Können wir hier noch ein Freundschaftsspiel machen? Haben ja keine U23 oder eine B11 oder eine zweite Mannschaft oder was weiß ich. Lassen wir mal hier gegen Brandenburger SC Süd 05 spielen. So, speichern wir. Bestätigen wir so. Da haben sie auch ein paar Freundschaftsspiele. Ist, denke ich, in Ordnung. So, dann, wie gesagt, das heißt, am 2.7. werden wir schon unser erstes Freundschaftsspiel haben gegen Hertha, wenn sie denn annehmen. Ah, ich denke schon. Ich weiß jetzt nicht, es gibt keinen Grund, dass sie das irgendwie ablehnen. Im DFB-Pokal spielen wir gegen Dynamo Dresden. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal wieder einen Schritt vorwärts. Einladungen wurden angenommen. Sehr schön. Da geben wir auch ein bisschen was ein. Wenn wir wieder weiter fortfahren. Direkt nachdem das Transferfenster geöffnet ist, werden wir dann gegen Berlin spielen. Das heißt, also gegen Hertha Berlin, Hertha BSC spielen und können dann so unseren jetzigen Kader auf jeden Fall mal testen und schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich denke, das ist ein ganz guter Test. Und hier haben wir mal die Prognosen der Medien zu unserem Verein. Ja, wir haben Ansehen von 2,5 Sternen, also ziemlich gut. Zweite Liga ist klar. Bevorzugtes System 4-4-2. Das ist als Variable erwartete Aufstellung, ja. Gut, ihr guckt, die zeigen ja auch schon mal so, dass das hier ein bisschen weiter vorne ist. Die sagen, wir werden Achter. Okay. Wir wollen aber im Aufstiegsrennen dabei sein. Das haben wir ja ausgewählt. So
hier Tutoring von Spielern, Denayev. Ja, werden wir auf jeden Fall mal hier auswählen. Der soll sich mal hier um ihn kümmern. So. Das ist eine wichtige Sache, da werden wir auch noch mal genau drüber schauen bei unseren jungen Spielern, dass die eben einen Spieler haben, der sie anleitet. Damit verbessern die sich wesentlich schneller, als wenn sie ohne Tutor rumlaufen. Also Spielvorbereitung. Ja, das braucht ja jetzt erstmal Zeit, sich da einzugewöhnen. Gerücht über Jan-Philipp Kalla von Pauli. Ja. Wir schauen uns mal hier so an. Hat gutes Teamwork. Während rechter Verteidiger brauchen wir da nicht einen. Ich glaube schon. Weil wir hier halt eben da jemanden haben, der verletzt ist, genau. Aber ich weiß halt eben nicht, wer ist denn sonst da interessiert? Nürnberg. Der könnte ja ähnlich stark sein wie die anderen beiden. Also das Problem ist, natürlich ist es schön, wenn man drei gleich starke Spieler auf einer Position hat, aber das ist auch meistens problematisch, weil wenn dann alle drei fit sind, dann hast du zwei, die da nicht spielen können. Wir werden ihn mal weiterhin beobachten. Ansonsten haben wir noch Koblin. Beobachten wir auch mal. Der ist ablösefrei. Hier beobachten wir ihn erstmal. Wir schauen mal. Ebenfalls das gleiche. Einsatzfreude 16, Mut 17. Zielstrebigkeit 19, hat gute weite Einwürfe. Wow, der gefällt mir gut. Ja, Hannover und Hoffenheim, wundert mich nicht. Ach, der ist sogar bei uns ausgebildet worden. Das ist interessant. Ja, der ist auch hier in Berlin geboren. Also das ist ein Spieler, ich mache den mal hier schon mal zur Auswahlliste. Wir lassen ihn noch ein bisschen beobachten, schauen uns den an. Dann sehen wir es ja. So, Diego Seoane, der war uns ja vorgeschlagen worden. Gut. Und Pascal Schürpf, der wird ja auch gescoutet. So. Der erste Scout ist da, wir akzeptieren. Und heißen Schüttemann herzlich willkommen. Ja, wir bitten ihn mal um eine Spielerempfehlung. Vielleicht hat er ja einen Spieler, den er uns empfehlen kann. Ja, so, schauen wir mal, welche Spieler er denn so alles als Scout mitbringen möchte, sozusagen. Maximilian Nico, 2,5 Sterne. Offensiver Spieler aus Unterhaching. Ja. Stimmt, der Name sagt mir was. Der hatte vorher bei Elversberg gespielt. Ja, ich weiß aber nicht, der ist jetzt eher weniger interessant. Auf der Position haben wir jetzt nicht unbedingt Bedarf. Dann haben wir hier von Herrewehen Flapp. Michel Flapp. Der könnte interessant sein. Der Preis ist nur ein bisschen hoch. Aber eine Ausleihe wäre natürlich möglich. 1,89 ist der. Den können wir uns mal genauer anschauen. Da haben wir noch nicht alle Werte gesehen, deswegen werden wir ihn auch mal weiter scouten. Dann haben wir noch Dean Kohlhoff. Oder Kohlhoff. Ein Schattenstürmer. Aber der ist auch sehr teuer. Ist aber erst 21 Jahre jung. Den werden wir auch mal weiter scouten. Und ihn uns mal genauer anschauen. Wir machen noch mal weiter. So, Schüttemann empfiehlt Gencirajic. Okay, ein Torwart. Wenn wir ihn mal beobachten. Schauen uns ihn noch nicht an. Patrick Andersson ist jetzt da. Okay, haben wir mal zugestimmt. Und bevor wir hier weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich versuche die Folgen jetzt ein bisschen kürzer zu machen, weil da gab es ja Beschwerden. Kann ich ja verstehen. Normalerweise sollen die Folgen maximal 20 Minuten werden. Und das versuche ich jetzt auch so hinzubekommen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt Let's Play Football Manager 2017 mit Union Berlin und Igor Loric. Das war's von eurem Kompass Bambuso.